Okay, noch einmal guten Morgen zu aller. Guten Morgen. Sag, wollte nicht sagen, Jüngchen Waldkuhm heute in Korn reden. Und ich wollte gesagt, ich habe Tüß sein, dass ich hier nicht Tüß sein. Fangen sich aber dem an. Und ja, wollte ich Frauen zu sperren. Weil einmal der Jas und der Jas blieb immer so und so lang. Fragst du, weil dem wollte ich nicht ganz näher verworren, als ich hier tauchen will. Aber ja, wir wollen uns von dir ein bisschen Wut entziehen. Für mich ist das, ich weiß noch, war eine frische Abgabe, wenn ich nicht weiß, was reden will, als hier in Kolumbien. Und wenn ich dort wollte, dass das dort auch was ist, auch nicht gestreut soll werden. Aber weil wir werden sagen, was wir hier rücknehmen können, ich kann es in Wut. Ja, von der zum Mars, danach all, wenn er abwagt und dort so frisch, so rein in der und so ein frischer, schöner Morgen ist, dann fahren wir dort in den Morgen, Leute, wie wir in der Schule einmal Film und gesungen haben, wo dort, ja, der Anfang an so, Halleluja, schöner Morgen, schöner als man denken mag. So, das sind, ja, das sind Leute, die wir schon mal in der Schule Film und gesungen haben, ich weiß nicht, wo wir von der bekannt sind. Man dort Leute, aber ja, das so erfrischend, so erquickend, wenn wir so in die Natur bieten. Man denkt an der Oasische dort, der waren von dem vielleicht wenig matt leben, von wo ich hier nicht reden darf, von so einer erquickenden, erfrischenden Regen am Morgen, was wir hier haben. Aber ja, das, was wir hier haben. Und aber wieder werden wir an den Timern angehen, an den Wurten entdecken, was habe ich am Wurt. Ich dachte mir aber nur, wenn ich und das ist eine Botschaft freut mich, und dann schaue ich den Gedanken an, was von der Tiet selber, von der auch am Jahr und so wieder. Und dann schaue ich mich an, dort. Ja, wir haben jetzt die Ostergeschichte geführt, wo Jesus gekreuzigt war und wo er abgestorben ist. Und wir fingen mehrere Mal durch diese Zeit, wenn Jesus ja, von nur seiner Auferstehung, wo er die Jünger begegnen dort, dann begrüßt er einmal und sagt, Friede sei mit euch. So, er wird gekommen, um Frieden in die Welt zu bringen. Und das Frieden wird nun vollendet, der wird nun vorig. Heißt er euer All, wenn sie hier nachher in seine Arbeit wählen und so wieder. Dort haben wir gekommen, um Frieden zu bringen. Aber hier schauen wir nun in einmal wahre Begrüße die Gänger mit Friede sei mit euch. Und das wird mein Thema von dir und mit uns, von des Frieden. Wo befinden wir uns von dir mit das? Ich würde das Frieden erst von dir für uns. Denn der hat uns von dir auch Tore open. Dort wir sagen, ja, wir können diesen Frieden haben und wo stehe ich damit? Und jedoch und gerade diese Zeit im Jahr, wo Jesus nur seine Auferstehung vielmal die Jünger mit diesem Gerüst begrüßen wird. Und aber ich dachte auch gerade an die Zeit, wo wir von der Bahn sind, wo wir von der Macht leben dürfen mit der ganzen Welt, dann tue mir das Gedanken an, wo begeistert sei wie mit diesem Frieden, oder wo soll er erkennen wie dort, wo soll er erfahren wie dort Gott hat uns den Frieden hingelassen und Gott will uns, weil dort seine Kinder keinen Frieden haben. Hier in Johannes Kapitel 20, Vers 19, hier ist der Vers, ein von den Versen, was wir hier lesen wollen, sagt, am ersten Tag, Am Abend aber dieser ersten Tage der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter ihnen und sprach, Friede sei mit euch. So, das sind die Jünger hier, die wird diesen ganzen Tag mit ihm gelebt haben, die waren hier an Angst und hier verschlungen, der sagt dort hier. Und auf einmal kam wir Jesus durch eine Mad beendet und er sagt, Friede sei mit euch. Das sind Gänge, die wir hier an Angst. Wir würden von der vielleicht
Dort nicht war unser Reich auf ihrem Tauschstuhl, dort wie ein Angst sein, aber wirklich selber weichen Wasser. Und wir kicken dann von der, wo Drama ist, wo die ganze Welt sich an Panik ist und so wieder, dann glaube ich mal wie Tauschstuhl, dort wir auch nicht ganz Frieden von sein, dort wie Wasser an Angst geroden, dort wie. Ja, wir würden vielleicht nicht sagen, wie wir in einer Angst würden, vielleicht alle Tisch tun und wir bis sehr verdorben, wie es alle ist. So, wir haben so ein Verlangen, warum wir das Training normal wird, die ganze Umgebung, das ganze Benehmen und so weiter. So, wir sind besorgt, wir sind bedrückt in der Klippkrank in dieser Zeit, wo wir von dir sind. Du kommst Jesus von dir auch in uns und sagst, Friede sei mit euch. Habt den Kampf gewonnen. Wir haben eine Osterbotschaft, du hast wie da im Garten Gethsemane, wo der Macht der Finsternis machtig wird. So, wo Jesus du mit der Macht der Finsternis zu kämpfen hat. Und wenn wir dort bekehren, dann das ganze Belebnis du am Garten, wir können sagen, die Macht der Finsternis, der hat sehr wie Überhand genommen. Die ganze Menschheit, die wird gefallen für diese Macht, die ganze Jüngerschaft, die wird zurückgebracht, die wird nicht bloß noch Jesus allein geblieben, wo die in dieser Macht gekämpft hat. Und er überwindet in Eckstamm, nämlich so viel, wenn Jesus, hier wird Jesus diese Jünger begegnen, da in Eckstamm, so viel, er hat so geloten und so, wo kann man sagen, so überführend, und scharf nicht gekickt haben, wann er an diesem Fried gewünscht hat, wie ihn er hat auch nie überwunden. Darum triebst du auf einmal aus. Mir ist es feurig, er hat gewonnen, die Macht der Finsternis wieder Macht genommen und er wird auch Sieger. So, Jesus beugt uns von diesem Fried an. In Johannes 14, 27 haben wir ein Vers. Der sagt es, der Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. So, das ist, was Jesus hier all euer sehr, was Jesus hier all euer in seiner Rede hat. Er sagt erst, ihr kommt, um den Frieden zu erloten. Er sagt, Fried, lud euch und meinen Frieden gebe ich euch. So, er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. So, er sagt hier, wir sollen, er gibt uns nicht dort, wo die Welt uns geben wird. Und ich dachte auch, aber nur, wenn wir kicken dann, wenn er sagt, er gibt uns nicht dort, und er gibt uns nicht selbst der Welt uns dort geben wird, dort ist ein sehr schöner Tore, was wir dürfen haben, wenn es wenn wir von der checken dann die Welt, wo kriegt die Welt ihre Nahrung, wo kriegt die Welt ihre ja, wo man wird beschafft in der Sicht, wenn wir von der abhängig davon wären, dort wie von den Neuigkeiten und von dort, wo die Welt rutschdrohen wird, wenn wir uns von dort nähern wollen, dann wollen wir sehr schwer mit diesem Fried belebt worden. Da wollen wir nicht gern ruhig in geborgen auch kann sein, dass er diesen Frieden genießen kann, wenn der Welt hat keinen Frieden zu beiden von der, darf keinen Frieden anzubeiden. Und wenn wir uns wollen, von den Umständen und von den Neuigkeiten und so wieder beschäftigen, dann wollen wir schwer diesen Frieden verstehen können. So, Jesus sagt hier: Frieden lasse ich euch, Frieden gebe ich euch. So, was tue ich von dir mit diesem Frieden? So wie belebt mit diesem Fried, so wie Zeugen davon, so wie das Sperren, dort Jesus kommt und Leute in Jäuf an diesem Fried, dort Jesus auf dieser Welt kommt, um das Fried zu erloten, dort haben sie den von der auch anbeiden dort. In Kolosser 3, 15 habe ich ein Vers, der sagt es dort, und die und der Friede Gottes regiere in euer Herzen, zu welchen er euch berufen. Und der Friede Gottes regiere in euer Herz, zu welchen ihr auch berufen seid
in einem Leben und seid dankbar. So Jesus sagt hier, dort wir sind beraubt, um das Freie zu haben. So dort ist ein, wenn wir dort uns durchlaufen, dort ist ein ganzes Verrag, dort ist ein großer, ja, also ich sage ein großes Verrag, das wird besondert, dort wie da sind, dort Gott uns beraubt hat, das Freie, was er kommt zu bringen, das Freie, was er hier erlauben hat, das Freie, was er seine Gänge dort wünschen hat, wenn sie siegreich vom Tod abgestoßen wird, dann kam er und baut das Freie und sagt, wir sind von dir beraubt, um das Freie an uns zu haben und um an diesem Freie zu leben. Und er sagt, lasst das Wort von des Pfarrers und sagt dort, und seid dankbar. So, wo wären wir dort von dir, wenn wir uns denken, wenn er sagt, wir sollen dankbar sein, dann wollen wir machen, das, wo uns nähern, dann wollen wir uns machen, von das, was Leuten beeinflussen, aus von dort, wo die Welt uns von dir beeinflussen will. Das ist der Unerfahrung, die ich höre, Jesus sagt ja von sich nicht, dass dort, wo die Welt uns geben wird, sondern er gibt uns dort über einen ganz anderen Weg. Und wenn wir wollen, diese Dankbarkeit an uns haben und die beleben, dann wollen wir machen einen anderen Weg finden, eine andere Stelle uns promotionieren, als dort, wo die Welt werden wird. Wir kicken dann vielleicht rüber. Okay, na dort sind die großen Neuigkeiten, Notizstations und TV und was immer, wo du so negativ und was das alle rüberbringen und so, was immer. Aber wir können viel dichter Top dort nehmen, weil wir checken dann bloß an unsere WhatsApp-Gruppen, wo wir alle wieder in Bern sind. Was ist das nochmal? Ein Timer, was du laut die des Bern warst. So dort ist nicht bloß dort an der Welt, dort ist mit uns. An unsere Familie schätzt, an unsere, weil ich sie nicht in so einer Gruppe aus Bern, wo viel sind für Meier. Aber ich war an, dort ist ein Thema, wo alle wehen ist. Sei wie manche Kinder, sei wie manche Gratis, sei wie irgendwo in der Stadt, wo immer wir sind, du hast das ein hohe Thema, was von dir an der Welt passieren wird. Und wenn wir wollen, diesen Frieden wirklich spüren können, dann wollen wir morgen uns noch von selbst loten, nähern und entfernen aus von den Neuigkeiten. Ich sage nicht, wachtet, wir sagen übrigens uns aufschließen von alles. Ich glaube, dass das dort das Ding ist. Aber da wir uns tun nähern, er hart wie wir an, wird ein bisschen angehend. Weil wir das selbst prüfen, wofür für uns gesund ist, wofür von dort können wir zu uns nehmen, dort wir noch einmal kein dankbar sein, das wird hier in Johannes sein, das wird wir sollen sein. Was ich schon sehe, wenn ich denke, das der Leo von dir ist, so verdorben und so allein ist ich dort über dem Urlaub anfangen zu fallen, wo stehst du wie mit dessen Frieden? Und wo befinden wir uns da? So, wir müssen an Psalm fahren, da wir so in den Psalm ist. Hier ist auch eine Person, die viel Schwierigkeiten als Dörfer an sein Leben, die viel, sehr viel Fien immer, die gehen an wir. Und aber wir können viel lernen von ihm, wir sollen viel. So eine dankbare Ausdrücke, was er gemerkt hat, an diesem Psalm, was er geschrieben hat, im Psalm 34, Vers 9 und 10, hier sagt er, es schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. So, wo kann so ein David es steht, wo so viel der Wehrstrecker kann sein in seinem Leben hat, wo er sein ganzes Leben mit Fien zu kämpfen hat und von jung an hat er Fien, wo gehen am Wehren. Wir können vielleicht sagen, sein ganzes Leben hat er Schwierigkeiten für sich gehabt und er sagt, ich habe einmal schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
So hy het dit ook nie geleer plus bescheiden deel. Hy het dit ook nie geleer plus van Amstern en dat weer waar hy kan waar hy sich nähern kan. En dat wat wie ook maken van daar aan onze tijd waar we leven, we moeten dat leren en waar we lood en klimaat mee hebben gekomen, dat is vrede, dat is niet gebeest aan de omstanden wat drama aan zijn. Want we waren, want we deze vrede willen op dat zaten, op dat gronden, dus aan de omstanden zijn, daar waar we deze, van deze vrede veel meer zeer weinig spelen. Daar wordt deze vrede veel meer nicht so ja deutlich an uns, ja, nicht viel an uns zu spüren sein, wenn unsere Umstände, das ist ein Fehlmal, nicht so ja, wir können sagen, nicht so ja positiv, nicht so ja erwartungsvoll von einmal, aber Christus David hier, der hat, ich weiß dort, und ich weiß nicht alle, von wann wir sein Leben bekämpfen, dann habe ich nicht auf seine Umstände gekämpft, weil er so ein Falsch ist, der geschrieben hat, wo ich sage, schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist. So war wie auch an uns Leben, auch an unsere Situation, wo wir von der Bahn sind, war wir das noch klar haben, wie Hand in Zufluchtsort, wie Hand wie Jesus an sein Wort, durch her wir uns nähern, durch her wir Fried bringen, und Jesus, der uns wirklich in Fried umbeugen. So Jesus hat uns in Fried hingeloten, wo wir beraten sind, den zu genießen. Psalm 100 Kapitel zum Beispiel immer kicken. Wenn wir hier kicken dann an wenn wir nur Jesaja gehen. In Jesaja 48 du ein paar Vers bekecken, 48, Vers 21 und 22. Die Strafe ist über die eben Land gegangen, nämlich die. No, hier sieht man noch nicht, wie sie gesagt hat, weil ich muss durch am Lesen sein, so tun ich was das wird sein. Hier in Jesaja 48, Vers 21. Sie hatten keinen Durst, da er sie leitete in der Wüste. Er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen. Er riss den Fels, das Wasser herausfließ, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. So das ist, was Jesus hier sagen hat, was Gott hier sagen hat, von der, was er belebt hat mit dem Volk Israel, wo sie dort an der Wüste waren. Und wenn ich das hier mit bekicken darf, oder wenn wir das hier betrachten dann, wenn das Volk hat wollt, aber Umständen kicken, dann haben sie hier alle Ursache gehabt, dankbar zu sein. Dann haben sie hier alle Ursache gehabt, mutig zu sein. Wenn sie wären da eine Wüste, mit der ganzen Familie, der ganzen Feuer, von immer, eine Wüste, wo nicht Wutter wären, und wenn sie irgendwie schon Wutter fehlen, dann rät Gott den Stein auf und Leute Wutter ritschälen für ein aller Genüge. So dass wir Charakter denken, was ihnen zu fehlen bleibt. Dass wir 100% dort, wo sie bedürftig wären und wo sie beneidigt wären. Und Gott sagt hier aber, diese gottlose Menschen haben kein Frieden. So, wenn wir wollen ab Umständen kicken, dort sollen wir immer wahrer, dort wird uns nicht den Frieden bringen. Die Umstände, die wollen uns nicht dazu bringen, dass wir wollen dankbar wollen, wenn wir checken down die Umstände, das sind so sehr, sehr auf dem Dohl, dann wird wir, da wollen wir ein schweres Leben haben, weil wir wollen sein, uns Frieden und unsere Freiheit mit den Umständen, tun uns, was unsere Umstände sind, du nur sei wie mutig. Da war wirklich jeder Mal, so er den Kopf aufhängen.
Da war wieder schwerfällig, weil ich dessen Frieden zu verstehen, wenn Jesus so liebend und so überzeugend der Jünger immer war, erschienen dort und sagt, Friede sei mit euch. So was tun wir von der mit dessen Frieden. Was haben wir belebt mit dessen Frieden und wo, ja, wo meint das Frieden von der von uns? Haben wir bekommen mit dem und haben wir das klar, dass wir einen Zufluchtsort haben, dass wir beraten sind, dass wir das erst haben, dessen Frieden, was Gott auf dieser Welt gebracht hat, den zu genießen. Jesaja 57, Vers 21, das sage ich gemäß der Zahl, aber die Gottlosen sind wie ein unständiges Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Kot und Unklar aufwerfen. Die Gottlosen haben nicht Frieden, spricht Gott. So, das ist ziemlich der Zahl. So, ich sage hier, die Gottlosen, dort sind die, wo du das Wille wollen, bis Raum werden. Und wir können sagen, wenn wir uns denken an Umständen, dann sind dort die, wo sich von jeder Wahl looten, Matri. Tun uns, wo der Wind püßt, tun und werden sie. Wenn sich dort positiv hier, dann sind sie mutig. Wenn sich dort nicht so positiv hier, dann sind sie auch mutig. So, der Brück, dort wie selbst, wo haben Brück, dort wie wir teupert haben, aus den Umständen, dort wie wirklich wollen, diesen Frieden genießen können. Noch ein Vers, was wir hier wollen bekicken, an Johannes 14. Ja, Johannes 14, kann ich den Vers, was ich hier schon hör, wo Jesus sagt, Frieden lasse ich euch, meinem Frieden gebe ich euch. So, dort ist mit der Hauptvers, dort wo wir uns von dir besonders nachloten, dort wie beraten sind, den Frieden zu haben, den Frieden zu genießen und dort wie beraten sind, das Frieden, wo Gott durch Siegreich überwinden wird, den genießen zu können. Wenn ich kicken will dort Jesus, ja, dort er Siegreich das überwinden wird. Wenn wir kicken, wo siegreich ist das Frieden von der Konan uns sein, dann darf ich bis kicken, dort wo Jesus abstuhen, Leute, der aus der Geschichte, die wir uns gehört haben, du wo er abstuhen, Leute, vom üben Grof, dann dürfen sie das Grof zu versichern mit diesen Soldaten. So, sie sagen, die ganz stärkste Armee, sagen sie, du fair, die ganz stärkste Soldaten, wo du wir in Pilatus sehen, nehmt so viel, als was ihnen fehlen wird, so hei, menschlich wäre du versichert. Wir können sagen, die macht, mit was sie dort in Gethsemane kämpfen, die wir noch einmal eine Meinung, sie können noch einmal nicht wirklich annehmen, dass die macht wirklich so verspielt hat. Aber hier interessiert mich, wenn wir dort bekicken, wenn Jesus abstehen will, dann kann ich noch ein bisschen rauf und sage, ob Gott schickt einen Engel, und sah den ab den Stein ab, den, was diese ganze Armee du beschützen will, und was passiert da? Du wie auch kein Kampf, du wie auch kein Streit, dort dürft du all, ja, sag nicht, was diese Soldaten, die fallen nur ihr, als wenn sie dort wären. So du sei wie, wo wie Gott die Finsternis überwinden hat, in ein Wort von Frieden, ein Wort von Frieden, wie von dir auch kann sein. Psalm 37, ein paar Vers 4 und 5. Habe deine Lust am Herrn, denn der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. So, das ist auch ein Psalm, was David geschrieben hat. Er sagt, ich habe deine Lust am Herrn. So, wo haben wir unsere Lust? Wo haben wir uns? Und was du wir fokussen von dir? Wenn er sagt hier, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dort sagst du wir nicht, durch unsere Umstände waren, putzen nur unseren Wunsch eingeschaltet worden. Dort sagst du wir nicht,
Don't know what the offerings is das eigentlich mir wünschen do, aber er sagt, wir sollen unser Last umhören haben und der wird uns geben dort, wo wir bedürftig sind. Wenn wir unser Last wollen und Gott haben, wie Jesus haben, der wird uns dort geben, dort wir wollen können, das Fried werde ich beleben und das Fried wird an uns wohnen können. So werden wir wirklich uns öffnen, werden wir uns bekehren, wo stehen wir von dir und wo gehen wir an mit den Umständen, wo wir beim Leben dürfen. In Hebräer 13, Vers 8 habe ich ein Vers, weil wir checken, da sagt Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. So, das ist noch ein toteropender Vers, was wir kennen haben. Wenn wir checken down an der Bibel, wenn wir checken down, dass Gott und Jesus, dass Jesus geführt hat, die ganze Bibel, David, wenn wir hier checken down, und so soll wir mehr Globus halten, was wir checken, und nicht bloß ernst, sondern auch Luther, unsere Verältern, wo Gott sich besorgt hat und wo Gott es durchgewachsen für uns, dann kann ich sagen, wenn das falsch sagt, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. So, wir können geloten sein, wir können sonnensauer sein, wir können geborgen sein und ja, das Fried, wenn wir wollen, dort erst was zuverlässig. Weil wir wollen von dir checken, was die Welt zu beiden hat. Wenn wir wollen von dir checken, was die Welt hat, dann sind wir sehr Lohm gelassen. Wenn wer hat sich dort gedacht, dort so geben können in so einem kurzen Zeit, dass die ganze Welt wird so durchgeschaut sein, als die nicht ist. So, wenn dort nicht ist, von was wir uns verloren haben, wenn die Welt nicht ist, ab was wir aber wir kicken down, dann sind wir so verloren. Aber Jesus sagt hier, heißt der Salja von Ewigkeit, und Wort als von dir noch der Salja, und er wird an alle Ewigkeit der Salja bleiben. So wir haben wirklich einen Zufluchtsort, wir haben wirklich eine Stadt, wo wir können hinkommen, wo wir können geborgen sein und wo wir das Fried wirklich genießen können. Und wenn wir noch einmal drehen und Psalm gehen, das Psalm 23 ist ein sehr bekannter Psalm, was meist irgendwie auswendig kann. Aber das ist auch ein Psalm, wo David geschrieben hat, und ich weiß dort, wenn wir diesen Psalm immer checken down, und wenn wir David sein Leben mit bekicken down, dann habe ich nicht auf seine Umständen gecheckt, wenn ich diesen Psalm geschrieben hat. Wenn wir den hier mal überlesen, das ist ein kurzer Psalm, da sagt er, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werde mir folgen mein Leben lang und ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Er sagt hier, er weidet mich auf frischen, er lädt am auf frische Wehr und führt am nur frische Mutter. So, er konnte nicht sein, wenn er wird auf den Umständen gecheckt hat. Wenn er wird gecheckt hat, mit so viel Fien, dass er einmal war ich verstanden hat, sonst er einmal war ich muss am Kopf sein und so wieder, dann wies dort ganz klar aus, dass er kann nicht auf den Umständen sich checken, um seinen Fried und um seine Freude zu beißen. Und gerade dort wird wie von der. Ich habe einen dritten Vers gesagt, er erquicket meine Seele und führt mich zum, auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröste mich. Kein Name für dies da,
die Umständen lohnen, weil dies da die Zukunft laut und wird immer, aber er sagt, er ist da nach uns geborgen. Ich fürchte kein Unglück, wenn er weit dort durch Gott als Mann an. Du bist bei mir, dein Stärken und Stab trösten mich. So, wo stuhl ich von dir mit dessen Frieden? Wo stehst du von dir mit dessen Frieden? Wo probe ich von dir Beruhigung zu kriegen an uns Leben, wann wir ruhig waren? Wann uns Dinge am Klumpen kommen, dann, wann uns Dinge, wir können sagen, dass die von dir sind, wo befinden wir uns, oder wo sehen wir Nahrung? Ich weiß dort, wenn wir wollen wollen, völlig das Fried spüren und wir diesen Fried leben, dann wollen wir nicht, können wir nicht an der Welt und an der Neuigkeiten unsere Nahrung kriegen. Wir wollen das Weg hier. Die Dinge, die wir dran sind, die Dinge, die wir leben dann von dir, die wollen das Weg sein, aber unsere Nahrung, die wird nicht kann von dir kommen. Unsere Nahrung, die wird machen von dem Blut Gottes kommen. Unsere Nahrung wird machen kommen von dir. Du, wie Jesus sagt, Fried bringe ich Kind, und meinen Fried lud ich Kind. Und ich lud ihn doch nicht, das ist der Welt, die bringt das. So, weil wir mutig wiederkämpfen, weil wir mutig Pferdewach merken, und weil wir uns bekecken, und weil wir uns prüfen, wofür dürfen wir uns von Besied Loten beeinflussen, von Dingen, wo du rumschicken, so viele Dinge sind, lade Dinge, wo du rumgeschickt worden, und über die wurden rumgeschickt, die wurden wieder geschickt und wieder geschickt. Und so viele Menschen, die wurden depressed, die sind in Panik von den Umständen von der sind. Und wir vergehen davon, dass Jesus hat hier einen Frieden, der in aller Ewigkeit existieren wird. Wir sind beraten, das Frieden zu haben. Und wir lohnen uns über Falschheiten von den Sorgen, von der Welt, von den Umständen. Und so drehen wir uns aus. So, ich muss uns alle Mutter sprechen. Weil wir kämpfen, weil wir kicken und weil wir uns unsere Nahrung und unsere Speise sehen, dort, hier im Wort Gottes, du das Fried werden verfolgen, das Fried, was Jesus umbeuten wird, du, wo Jesus kann sein, Friede sei mit euch. So, ich wünsche, wir können an diesem Fried mitnehmen, wir können an diesem Fried wohnen und uns Leben auf diesem Fried sagen. So muss Gott uns alle segnen an dir, und muss Gott mit und bei uns sein an unserer Wiedertät, ans Wesen, was wir unter der wird unser Abruf sein. Und ich wünsche wirklich in jedem einen von uns, in jedem einen von uns, das Torhörchen, wie einmal das hier in dir, dort das Fried wirklich noch an uns regieren kann, dem wird Gott bei dir. So werden wir noch zu Hauptneigen noch zum Gebet. Aber vor dem Himmel, wir lohnen uns fertig, wir sagen dir Herr Dank für das. Schönen Morgen, wir sagen dir Dank, dass du bist. Wir sagen dir Dank für dein Wort. Wir sagen dir Dank, dass du die Macht der Finsternis überwunden hast, dass du siegreich abgestohlen bist. Und ich danke dir, Herr, dass du das Frieden uns umbringen lässt von dir. Dass du sagst, du gibst uns den nicht, dass du der Welt entgeben lässt, sondern hoffe, wir können wirklich dort verstehen, dass wir uns wirklich wollen anloten. Und dass wir wollen wirklich von Horten das Frieden mit dir sehen. Dass wir uns von dir wollen begeistern lassen und umfallen lassen, dass wir wollen können, wirklich, wenn wir das Fried leben, nicht, wo die Umstände sind, wo auch dort rum uns ist, wo dies die Zukunft verglühen wird, dass wir können, dass die Psalmist zu sein wird, wir haben nicht Angst vor den Umständen, wir haben nicht Angst vor dem Unglück, sondern wir haben den Fried, wo du gegeben hast, der hast du an uns gegeben. Und hoffe, wie wir wirklich machen, jeder einer persönlich, das Fried wirklich annehmen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Okay. Ich würde früher noch für heute neigen können, einen Segen mitgeben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So, war er sein und macht es Fried mit in jenen Eingesamt von dir. Gerade auch.